Eine Nacht, um das zu klären. Eine Nacht. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stellen euch heute den Action-Thriller Run All Night vor. Der gealterte Mafia-Gangster Jimmy muss den Sohn seines Freundes und Bosses Sean erschießen. Nur so kann er seinem eigenen Sohn Michael das Leben retten. Dieser hatte einen Mehrfachmord mitbekommen und sollte von Seans Sohn eliminiert werden. Sean hat nun vor, das selbst zu erledigen. Doch Jimmy will Michael um jeden Preis beschützen. Ich jage deinen Jungen mit allen Mitteln, die ich habe. Wenn es vorbei ist, werde ich dir in die Augen sehen, so wie du mir jetzt in die Augen siehst. Und dann werde ich deinen leeren Blick sehen. Weil es deinen Sohn nicht mehr gibt. Und dann lasse ich dich sterben. Run All Night ist ja bereits der dritte Film von Liam Neeson und dem Regisseur, dessen Namen ich nicht aussprechen kann und der jetzt deswegen hier eingeblendet ist. Denn die beiden haben ja schon Unknown Identity und Nonstop zusammen gemacht. Sind halt auch ein eingespieltes Team. Was halt bei dem Film ein bisschen schade ist, ist, dass er halt wie... ja, so ein Zusammenmix aus verschiedenen anderen Filmen wirkt, weil das Ganze ist ja schon irgendwie auch an die Taken-Reihe angelehnt, dann ist auch ein bisschen Heat mit drin, also gerade so diese Szene im Café, wo sich halt Liam Neeson und Ed Harris halt gegenüber sitzen und dann eben auch der Showdown mit den beiden und das ist halt ein bisschen schade, weil, glaube ich, einfach mehr drin gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch wieder so ein typischer Liam Neeson Film. Also zwischenzeitlich dachte ich, dass wir gerade Taken 4 schauen. Also hier in dem Film geht es auch stark um die Vater-Sohn-Beziehung. Diesmal ist es halt keine Vater-Tochter-Beziehung wie aus den Taken-Teilen. Diesmal wird das Kind auch nicht entführt, das ist auch mal was ganz Neues. Aber ich finde nach wie vor, dass diese Charakterrollen wirklich zu 100% auch zu Liam Neeson passen. Und er hat ja auch so eine bestimmte Aura, die seiner Rolle dann auch so eine gewisse Tiefgründigkeit verpasst. Und ich war auch nach wie vor bei diesem Film von Anfang bis Ende auch mitgerissen und wurde unterhalten, weil es auch natürlich wieder viele Action-Szenen gab. Und ich bin immer wieder beeindruckt, dass Liam Neeson mit seinen 62 Jahren diese Action-Szenen so souverän meistert. Genau, also Liam Neeson bringt ja auch so ein gewisses Grundcharisma in seine sämtlichen Rollen halt mit ein. Dennoch war ich hier bei dem Film emotional halt nicht ganz so involviert in das Geschehen. Also vieles hat mich dann auch so ein bisschen kalt gelassen, auch wenn die Action halt wirklich solide inszeniert war. Schickt Leute zu ihm nach Haus. Und zur Familie seiner Frau. Trinken Sie Kaffee, Harding? 6 Tassen am Tag und das seit 30 Jahren. Nehmen Sie heute mal mehr Zucker. Es wird eine lange Nacht. Lieber Liam, du hast nun wirklich mehrfach bewiesen, dass du es in Actionfilmen richtig drauf hast. Ich würde mir wünschen, dass du jetzt wirklich mal in ein anderes Genre zurückkehrst. Ich gebe dem Film Run All Night 7/10 Punkten. Ja, und nicht nur Helene Fischer kann atemlos durch die Nacht, sondern auch Liam Neeson. Ich gebe dem Film 5/10 Punkten. Ja? Ja, ist okay. Wir kommen sofort. Mein Sohn ist in Gefahr, soll umgebracht werden. Trinkst du Kaffee, Silvi? 6 Tassen am Tag und das seit 20 Jahren. Nimm diesmal mehr Zucker, es wird eine lange Nacht.